Argentinien, Johanna Viveiros Mondragon aus Kolumbien, Georgia Valenzana aus Italien, Valencia Mendoz Alvarez aus Spanien, Miranda Halsey aus den Staaten und Mathilde Eli aus Italien. 6 auf der Startliste, 5 an der Startlinie. Es kommt immer wieder vor, dass gemeldete Starter nicht alle Disziplinen laufen oder überhaupt die Sprintdistanzen auslassen und nur die Langdistanzen laufen. Klar, da wird es nichts mit der Gesamtwertung. Ja, aber man hat natürlich Rennerfahrung gesammelt, Rennhärte gesammelt. Möglicherweise eben nur in der Spezialdisziplin. Ja, es ist ja auch so, man kann sich ja zum Beispiel, wenn man auf die Europacup-Wertung gehen möchte, besteht ja immer die Möglichkeit, sich entweder nur für den Sprint einzutragen oder nur für die Langstrecke einzutragen. Aber die meisten machen jedoch beides, weil zum Beispiel als Sprinter sind die Elimination-Rennen dann doch auch noch immer interessant, weil wenn man keine Rennen mehr hat, denken die meisten sich, ja komm, kann man das auch noch für Erfahrungen mitnehmen. Und hier in Geising nimmt man ja bei jedem Rennen sehr viel mit. Sehr viel Erfahrung. Genau. Und jetzt ist der Start geglückt. Rein in die erste Kurve. Sind 2:07:06 als Durchgangszeit für Rocío Berlalt, die Argentinierin in Front. Jetzt die Glocke für die letzte Runde. Weiterhin Rocío Berlalt in Front. Aber hinten geht es dann doch eher eng zu. Neue beste Durchgangszeit hier, 15:07. Und wir haben eine 45.072 für Rocío Berlalt. Auch eigentlich einer der eher langsameren Läufer, aber hier viele Sportler mit der 45.